Willkommen zurück, liebe Freunde! Ja, es ist soweit! Titi hat aufgerüstet, Titi hat einen neuen Computer und Titi hat diesen Computer auch ganz alleine zusammengebaut. Lecco mio grando, ich bin... Alter, ich habe noch nie irgendwas zusammengebaut, ne? Wollte ich mal nur sagen. Kein aktives Ziel. Ach so. Das ist natürlich geil. Hast du die Rosa Gallica? Also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Churchill? Ja, das mache ich gerne. Ich bin auf jeden Fall so glücklich. Wir haben einen Computer, der ist nicht laut. Ich muss keinen fucking Ventilator mehr drauflegen, damit er nicht überhitzt. Meine Fresse. Und jetzt habe ich die Grafikkarte drüben liegen lassen. Das ist eine 560er von ganz damals, alter Schwede. Lecko. Ja, sehr gut. Ich bin so glücklich. Komm hoch in dein Büro. Ich lasse dich jetzt rein. Ich glaube, wir haben genau das, was wir brauchen. Und... Leben, ja, chill mal ganz kurz. Und ich werde bei Zeiten, wenn ich das alles zeitlich schaffe, werde ich Re-Ups von den scheiß Arschloch-Ruckelfolgen machen. Ist versprochen, wenn ich es zeitlich schaffe. Ja? So. Und das tut mir auch übrigens leid. Hacking Expert ist das originale Hacksmart-Gen Tonikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hacksmart-Reihe ist für jeden ein absolutes Muss. Okay. Ich lagere es erstmal ein. Nee. Okay, okay. Ich bin auf jeden Fall wieder da und diesmal ruckelfrei. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich hab einen neuen Computer, ey. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Gut. Warte mal, wie war das? Ja, Schrot haben wir ein bisschen, Splittergranadas. Und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Okay. Ich bin auf jeden Fall so glücklich, weil jetzt haben wir keine Probleme mehr mit meiner fucking Grafik, ey, ohne Scheiß. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche herauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam. Und Eva. Mit der Atombombe multipliziert mit Eva und der Schlange. Ach, siehst du wohl. Lol. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe jetzt nicht, dass es gleich klingelt. Ne? Das soll jetzt hier so ein Feuermeldeableser kommen. Titi. Haben wir keinen. Ach hier. Was habe ich falsch gesetzt? Habe ich? Das ist scheiße. Warte. Oh, ich bin total Banana. Chiquita. Apropos Banana, ich habe ein Bananenbrot im Ofen. Das ist ja eigentlich eher wie so ein Kuchen, weißt du? So wie ein Kuchen. Inkubator. Lass mich mal durch. Geht das hier noch? Nee. Okay. Und das, ich habe gestern schon eingebacken, aber sofort weg. Ne? Und jetzt habe ich dann noch Fladenbrote gebacken. Und jetzt noch ein Bananabrot und habe halt ein bisschen Zuckerstreusel mit reingemacht. Ja. So. Verbandskästen brauchen wir. Und Yves Baritzen brauchen wir auch. So. Wir sind mal wieder pleite. Wie eh und je. Das wollte ich nicht. La, 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 la. Oh, ionisches Gel. Digga, danke. Ich habe so gute Laune. Genbank. Was ich eher gerne hätte, wäre so ein... noch ein paar mehr Slots, so. Für die ganzen Sachen.
Oh, es ist so cool. Ich freue mich einfach. Ich habe dann gestern Forest angetestet. Und von der Grafik her ist das ein ganz anderer Schnack, ne? Also ganz ehrlich, ich... Napalm. Oh, liegt doch mal eben so ein bisschen Napalm rum. Okay. Wir haben mal alles abgegrost. So, wer will von uns auf die Nase? Es kann sein, dass wir schon hier an dieser Stelle waren. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Aufs Loch! Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Geil. Ah, jetzt geht es auf und jetzt darf ich da selber... Jedes Mal, wenn wir einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommen, schiebt Ryan ein Stück weiter von uns weg. Geld und den Lazarus-Vektor, alles klar. 9, 4, 5, 7. Ich höre doch hier irgendein Kruppzeug. Klingt fast so, als wäre es über mir, ne? Oh, ich hab einen Chemo-Werfer, Alter! Hallo? Oh. Achso. Ah, warte. Ja, chill mal ganz kurz, bitte. 9, 4, 5, 7. Oh. 9. Ich hoffe, es war eine 7. Ja, vielen Dank. Marktschlüssel, Formel für den Vektor. Alles klar, vielen Dank. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer roten Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich 100%ig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ganz einfach. Oh, Bienenstube. Für den Lazarus-Vektor. Schön. Kann man jetzt mal hier so ein bisschen rumlatschen. Yeah. Titi ist zurück mit einem Computer, der super ist, den Titi alleine zusammengebaut hat. Ich bin so stolz, hör auf zu summen, ich mach dir den Gas, du Arschloch. Oh, das verbrannt sich aber schnell. Oh, ich hoffe nicht, dass jetzt der Typ hier klingelt, ne? Okay, da hinten ist eine Sicherheitskamera. Ein Kamera-Kameraden. Junge! Ich stehe auf Napalm, ey. Ich arbeite nur noch mit Napalm, aber so viel werde ich davon gar nicht kriegen, oder? Warte, ich brauche Kamera von Sicherheit. Oh. Hoppa, da hat er da! Bist du Kacke in deiner Beans oder was? Abs Loch. Steuerung. Ah! Schau mal kurz, das geht noch nicht. Warte mal. Jetzt ist die Kacke aktiv oder was hier gegen mich oder wie oder was oder wo? Abs Loch. Heck! Den Scheiße mit Kakalapup. Oh Mann, ey. Ich hoffe nicht, dass der Typ vor der Tür steht und klopft und so und ich krieg das hier nicht mit, weil die Kopfhörer sind auch neu. Hallo, schnell. Oh, ja, jetzt konzentrier dich mal bitte, Titi. Oh, echt jetzt. Oh, jetzt kribbelt die. Kacknase oder was so. Haben wir so ein Verlangsamungsgerät und dann müssen wir einmal da nach oben irgendwie. Hier mit ihm hier. Der sieht doch super aus dafür. Und dann nehmen wir den nochmal, den Knöti. Und dann brauche ich den. Und dann ist Titi fertig. Und jetzt die.
Kamera von den Kameraden. Ja. Oh, hallo. Ich bin Daddy. Daddy. Ich finde die so süß. Ich hätte auch gerne so einen Daddy. Oh. Ich könnte natürlich gucken, dass ich oben rumgehe. Ja, mal gucken. Vielleicht klappt das. Und dann machen wir einmal den. Dann machen wir den. Dann mit dem und dem und dem und dem und dem und dann bin ich fertig. Ja. Daddy? Hast du ein Mädchen dabei? Wow! Nein! Wo ist der Pisser? Daddy? Ich war nix, ich hab nix getan, ne, Daddy? Wo hatte ich denn die Kamera? Hier. Daddy! Oh. Ja. Aua! Nein! Pimmel! Arsch und Zwirn! Ich sollte mir das Napalm aufbewahren, ne? Oh, und ich sollte mir mal so ein... Oh, die Kopfhörer sind auch so gut. Na, ich ohne Schalt, ich bin richtig... Ah! Ach, das ist er da. Abs Loch. Ich spiele zu viel mit Brille, ohne Scheiß. Atzloch und Patzloch und Fahrradzloch und Lecker Mio Grandos. Und sein Popo. Was weiß ich denn? Er hört einfach nicht zu, was ich da rede. Ich bin einfach nur so glücklich. Ich bin zurück. Ich bin zurück und ich bin glücklich. Mit einem funktionierenden Computer. Und ich bin so gespannt morgen auf den Stream, wie das funktionieren wird. Wir wissen noch nicht, was wir spielen. Das entscheiden wir spontan. Daddy, ich finde dich cool. Warte mal, es steht hier noch, wie viele Sisters ich haben muss? Nee, ne? Aber ich muss bestimmt... Wo muss ich denn lang? Holst du eine Sister? Ist alles zu. Oh, ich glaube, er holt... Na, wenn er jetzt eine holt, dann speichere ich. Neu. Dauert eine Sekunde. Oh, ich wollte gerade sagen, was kommt da dann? Aber es sind die Fische. Ist nichts mehr? Achso, okay, ja gut, dann haben wir halt schon alle geholt, ne? Ja, gut. Ich kann mal nachladen, aber das Ding ist, das ist mir einfach, ja. Gut. Da geht's nicht lang. Nee. Wir rauchen jetzt nicht. Ich weiß nicht hier genau, wo ich muss. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Warte. Ja, mache ich gleich. Da lag was. Moin. Was habe ich denn jetzt für ein Problem? Farmers Markt. Okay, alles klar. Oh. Ja, da war ja was. Ist voll.
Dreh dich, kleiner Kreisel, dreh dich immer zu. Rundherum und rundherum, jetzt kommst du. Hab ich gehört, ein Arschloch? Ich weiß nicht. Ja, ich höre Arschloch. Arschloch. Hallo. Arschloch. Ich hab doch gerade... Der war aber versteckt, der Sack. Ich hab dich gefunden und ausgeraubt. Ich habe dir die Klamotten ausgeklaubt. Nein, hab ich nicht. Das ist eklig. Da höre ich doch irgendwas. Wenn wir die Typen mal aufmischen, oder? Hallo? Aschkein gehen. Wie krass, ich einfach nur noch viel mehr höre als vorher. Das nervt, dass das immer so hochzieht, ne? Du, Digga. Oh, Titi, beweg dich! Leck mich. Das war ja jetzt nicht so klug, ne? Also, ich bin zwar ein Mann der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Okay. Wie merkwürdig das jetzt einfach alles ist. Ah, nee, noch nicht. Es ist so komisch einfach, weil ich höre so viel mehr und das... Fluchten Fanatiker! Was? Hier, das finde ich geil. Pistolen Magazingröße, Pistolen Schadensteigerung, MG Schadensteigerung, MG Rückstoßverringerung. Das finde ich geil. Chemowerferverbrauch. Reichweite, Rückstoß. Oh, ich finde die Chemowerfer so geil, ne? Chips, lecker. Ich mag Chips. Aber ich esse sie nicht so oft eigentlich. Ich mag gerne Schokolade. Schenk mir Schokolade. Ich habe ein bisschen Geld und das Hacken. Ja, gut, okay. Nein, das ist wieder so ein Arschloch. Okay, schnell. Titi, Titi. Nee. Oh, Titi. Oh Gott, hier der. Kann ich das vielleicht mal schaffen jetzt? Oder die Suppe läuft aber echt flott, ne? Gut. Willkommen im Zirkus der Werte. Steh halt auf Napalm. Arschloch! Mister, wo bist du, Arschloch? Oh.
Oh. Hey, hey, du bist so dumm. Spawnst auch noch direkt in den Flammen, oder was? Dumme Kuh, ey. Selber schuld. Selber schuld. Warte mal. Flammengrab. Ist mir egal, auch wenn ich dafür nur ein C kriege, aber dann ist das jetzt so. Und ich sollte mir das Napalm noch ein bisschen aufbewahren, eventuell. Oh, moin. Du bist aber auch schön verkohlt, ne? Oh, halt. Oh, auch wieder nichts drin. Hier, man sieht den Wald vor lauter Leichen nicht. Lecker. Kuchen mit Cremefüllung, Peppriegel. So. Achtung, ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollos. Heute ist aber schon Freitag, ne? Wie wird man nur so wie ich? Ich weiß es nicht. Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Okay, ich und nicht. Niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Nein. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Alles klar. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Ah. Okay. Mutterinstinkt. Habe ich noch Kaffee? Oh, ich habe noch kalten Kaffee. Mit meiner Aaron Jäger Tasse. Sie sind das Essen. Wir sind die Jäger. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Oh, fick dich! Arzloch! Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen. Mach schneller! Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Yves, Sparitze! Kann ich mal ganz schnell? Jo, moin. La 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 la. Gehst du da mal bitte hin, Digga? La 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 la. Das ist nicht so gut. Machst du so, machst du so, machst du so und machst du dann so. Machst du, bist du fertig. Ich gucke heute voll Kacke. Was ist das? Bandagi, Bandagi. Ach, lass mal eine schmücken.
Oh, Leute, ich muss jetzt aber echt gleich einmal ganz kurz in die Küche gehen und gucken. Ich bleib mal hier an der Kamera stehen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Auf Wiedersehen, Horrido. Tschüss.